Ja, aber das zweite Thema und das wichtigste Thema, was ich heute sprechen möchte, neben unserem Freund, der Polizist, der Polizeichef Herr Grote, es geht um das Thema Kolonialismus. And the second point I like to talk about also, apart from the position of Herrn Grote, is about the colonialism. Kolonialismus Deutschland in Afrika, Bremen, welche Rolle hat Bremen da gespielt? To talk about the colonialism, what role did Germany or even Bremen played in that? Es ist kein Geheimnis, Afrika wurde kolonisiert, ich glaube fast alle Länder außer Äthiopien. And there is no secret, all of Africa apart from Ethiopia was colonized. Es wurde in Berlin verteilt, zwischen Engländer, Franzosen, Spanien, das war Geschäft. In Berlin, they divided Africa among the European, France, Great Britain, Germany, Spain, Portugal. Dieses System ist abstrakt. And that is an abstract theme. Wir können damit viele nicht anfangen, aber wir wissen alle. Many don't know much about it, but we know that it is worse. Der Kolonialismus ist Gott sei Dank abgeschafft worden, aber leider die Bilder existiert noch. And the colonialism was abolished, unfortunately. Und diese Bilder konfrontieren uns jeden Tag in einer oder anderen Form. But the pictures are still there. We still see them every day. Und das ist auch ein Teil der Gründe, warum Rassismus so stark ist. And that is one of the reasons why racism is so strong. Wir haben Verpackungen, Material gesehen, wo man was verkauft wird mit kolonialen Bildern. Wir sehen Organisationen, sogenannte Hilfeindustrie, kann ich einfach sagen, Roten Kreuz und viele, wenn man eine Werbung da machen für Spende, gerade jetzt in Weihnachtszeit, da steht eine Schwarze mit dicken Bauch. Das sind alle Bilder, die wir jeden Tag leider sehen müssen. When we see packages, they use pictures from colonial time. When we see adverts for that people want to collect donations, and we see some small African children with big stomach. Aber ob wir wollen oder nicht, das beeinflusst auch unser tägliches Leben. And if we want it or not, but it's influencing our daily life. Bremen war 1935 die sogenannte Stadt der Kolonie. Damals waren viele Menschen in Bremen ganz stolz darauf. 1935 Bremen was a city of colonialism here. And many people were proud of that. Deshalb haben sie diesen Elefant gesehen, wurde auch gerade renoviert. Therefore, this big elephant, maybe you have seen it, was built at that time. It was recently renovated. Das war ein Symbol. That was a symbol. Wir haben 2013 das Platz, diesen ganzen Platz Mandela-Platz genannt. 2013, we mentioned that place, um deutlich zu zeigen, wir Bremer sind nicht stolz auf diese Geschichte. To show that we in Bremen are not proud of this history. Es bleibt für Bremen ein dunkler Fleck. For Bremen, that is a dark mark. Wir haben im Februar auf unsere Initiative, die SPD und den Grünen, in February, due to our initiative, eine Initiative und Gesetz, wir haben ein Erinnerungskonzept zum Thema Kolonialismus verlangt in Bremen. So we required for a remembrance concept about the colonialism. Das Ziel ist, dass Deutschland sich entschuldigt an kolonisierte Länder. The aim is that Germany has to apologize to those countries which were colonized. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind auf einem guten Weg. And I can tell you we are on a good way. Wir haben verlangt, dass der Volker de Herero aus Namibia diese oder nächstes Jahre doch im Kanzleramt empfangen wird, dass auch Deutschland in diese Zeremonien sagt, Entschuldigung, wir wollen eine bessere Zusammenarbeit. And we have required that und wir haben verlangt eine Dauerausstellung in den Überseemuseen und viele Museen in Bremen, dass Tag und Nacht das Schüler dort lernen kann, wie passiert dieser Kolonialismus und was haben wir da getan und wo wir uns entschuldigen müssen und sollen. And we also required that there will be some exhibition at the Überseemuseum where they will show about the history of that, what was the reason for it, why did it come to that point even. Und diese Dauerausstellung wird wahrscheinlich 2018, 2019 kommen. In 2018, 2019 this exhibition will be brought out. Wir haben verlangt, dass alle Straßennamen wie Togo-Straße, Lüderich-Straße, Kameruner Straße, dass eine Legende davor gesehen wird, dass man schreibt, warum dieser Name Togo-Straße heißt, die we Geschichte. We also require that those streets, which have these names like Togo Street, Lüderich Street and all this, that there will be some legend to understand why was this street called like that. Und der
Der Hauptziel ist, dass diese Geschichte in der Schule, dass unsere Enkelkinder in der Zukunft in Bremen immer Thema Kolonialismus lernen können. And our main aim is that the children in school will have this as a topic. Um einfach, dass alles sichtbar gemacht wird. Weil es gibt ja viele Themen. Ich habe da reingearbeitet, habe ich gemerkt, gibt es aber viele Sachen, was ich nicht wusste. Because when I started to work on it, I realized there are a lot of things I did not know before. Und wir wollen das da live vorstellen, dass jeder einfach weiß, and we want was to passiert ist. Represented so that everyone get to know what happened. Und sagen nie wieder. And can say never again. Bevor der Senat dieses Konzept schreibt, mit Wissenschaftlern, mit Historikern und viele, wir haben verlangt, dass der Senat mit der Bevölkerung in Bremen spricht. And before the senator is writing about this history, we require that he will talk to the people in Bremen.